Entdeckung des Grabes war am 19. April 1953, also schon eine ganze Weile her. Scheint eine neolithische Scherbe zu sein. Also ja, zumindest sind hier Spuren von dieser Siedlung. Von diesen Wirbeln abgeschnitten und haben dieses Wirbelfragment nach Mannheim geschickt zur Beprobung. Das heißt, es wird dort über die AMSC14-Methode beprobt, sodass wir das absolute Alter hier von dieser Frau rauskriegen. Zahnzement untersucht. Da wird also dieser Schädel dann in die Computertomographie gegeben. Es wird ein virtuelles Modell von diesem Schädel erstellt, also eine richtige 3D-Ansicht. Und auf diese 3D-Ansicht, da wird dann diese Weichteilrekonstruktion durchgeführt.